Die Diplomfeier an der Universität Liechtenstein findet zweimal pro Jahr statt. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde der Ablauf der Diplomfeier im Wintersemester nun geändert. Ja, wir machen die Diplomfeier dieses Jahr in einem anderen Zusammenhang oder in einem anderen Vorgehen. Wir tun es das mal splitten. Zuerst würden wir alle Bachelorstudierenden auszeichnen, die eben ihr Bachelor-Diplom bekommen, nachher alle Masterstudierenden, also für den Master abgeschlossen haben und noch Doktorierende. Und dann nachher die letzte Feier heute ist dann die Weiterbildung. Das zeigt auch, was für eine vielfältige Bildungskarriere man hier an der Uni Liechtenstein machen kann mit der konsekutiven Lehre, eben Bachelor, Master und Doktorat plus dann nachher die Weiterbildung. Insgesamt würden wir heute etwa über 170 Diplome vergeben in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Architektur und Wirtschaftsrecht. Hoi, ich bin Daria, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Vorarlberg. Hoi, ich bin Johannes, bin 24 Jahre alt und komme aus Konstanz. Nicht nur die Abschlussfeier, auch das Studium an der Universität Liechtenstein ist etwas Besonderes. Weil es klein und familiär ist und weil man jeden beim Namen kennt, ja. Wegen einem kleinen Betreuungsverhältnis, das ist eine kleine, feine, familiäre Uni und ja, das sind mit den Profs kann man schnell per Du sein und ein super, super Verhältnis haben. Die Absolventen blicken gerne auf die letzten Jahre zurück. Das hat mir gut gefallen gehabt. Man hat echt sehr gute Dozenten und das hat mir eigentlich gut gefallen. Ja, war sehr schön. Ganz viele Erfahrungen gesammelt, viele tolle Leute kennengelernt, auch aus der Region, von der Wirtschaft vor allem. War eine super Zeit. Arbeit als Projektkoordinatorin im Bereich Nachhaltigkeit für die Rauchfruchtsäfte. Ich muss sagen, der Bachelor war schon so toll hier an der Uni Liechtenstein, dass ich mich direkt entschieden habe, den Master hier auch noch gleich mitzumachen. Ein Uni-Abschluss ist natürlich sehr, sehr wichtig, dann nachher im Berufsalltag Fuß zu fassen. Es ist beides wichtig, zum einen einmal Grundabschluss mit einem Bachelor, dann später aber auch mit dem Master. Aber auch die Weiterbildungsabschlüsse sind sehr wichtig und werden heute nachgefragt. Wir sind generell eine sehr bildungsorientierte Gesellschaft und Wirtschaft und deshalb ist es natürlich sehr wichtig, dass die Leute gut ausgebildet sind, um eben auch im Arbeitsmarkt bestehen zu können. Es ist natürlich heute jetzt ein Anlass zum Feiern, oder? Und wirklich auch die Leistungen, die in den letzten Jahren erbracht worden sind, zu würdigen. Es ist einiges, was erwartet wird in so einem Studium. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man abschließt. Und deshalb sind heute die Studierenden wirklich im Zentrum, weil sie an Lebensabschnitten mal abgeschlossen haben und sich jetzt auf eine neue Aufgabe vorbereiten kann. Sei es jetzt in der Schritt im Berufsalltag oder eben weiter Studium, wenn sie noch einen Master oder einen anderen Studiengang anstreben.